Deutschland, alles ist drin. Das ist der Titel des ökosozialen Wahlprogramms für die Bundestagswahl, das die Grünen beim dreitägigen Online-Parteitag final beschlossen haben. Ein Überblick. Klima und Energie. Klimaschutz soll im Mittelpunkt der Regierungspolitik stehen. Unser Ziel ist es, 100% erneuerbare Energien bis 2035 zu erreichen. Das deutsche Klimaziel für 2030 soll auf eine Reduzierung der CO2-Emissionen um 70% angehoben werden. Die Erhöhung des CO2-Preises auf 60 Euro pro Tonne wollen die Grünen auf 2023 vorziehen. Durch einen massiven Ausbau der Bahn sollen Kurzstreckenflüge bis 2030 überflüssig werden. Arbeit und Soziales. In einem ersten Schritt wollen die Grünen die Hartz-IV-Regelsätze um mindestens 50 Euro anheben. Mittelfristiges Ziel, das Hartz-IV-System durch eine Garantiesicherung ohne Sanktionen zu ersetzen. Der gesetzliche Mindestlohn soll auf 12 Euro steigen. Wirtschaft und Finanzen. Der Spitzensteuersatz soll auf bis zu 48% ansteigen. Steuererleichterungen schließen die Grünen im Bundestagswahlkampf unter dem Strich aus. Außenpolitik und Verteidigung. Bei der Beschaffung bewaffneter Drohnen zum Schutz der Bundeswehr positionieren sich die Grünen neu. In einer sehr knappen Abstimmung lehnten sie diese nicht mehr kategorisch ab. Gegen das NATO-Ziel, 2% der Wirtschaftsleistung für Verteidigung auszugeben, sprechen sie sich unverändert aus. Das war jetzt der einfache Teil, sagte Annalena Baerbock, die als Kanzlerkandidatin bestätigt wurde. Jetzt beginnt der richtige Wahlkampf. Eine Koalitionsaussage trafen die Grünen auf dem Parteitag nicht.